Hans, Bronn und Bronn haben ihren 800. Geburtstag gefeiert. Eine erste Erwähnung gab es möglicherweise bereits im Jahr 1103 als einer der Brunnorte des Taubergaus. Aber die erste nachgewiesene urkundliche Erwähnung ist eben erst 1219 dokumentiert, als Hagens Brunnen, also der Brunnen eines gewissen Hagen. Die Wortforschung lässt darauf schließen, dass der Ort bei einer von einem Schäferhund gefundenen Quelle gegründet wurde. Die Eingemeindung nach Weikersheim erfolgte schließlich 1972. Bei den Recherchen zur Festschrift ist mir ein Satz aufgefallen, es war so irgendwann Anfang der 50er Jahre oder Ende der 50er Jahre, als die Dorfstraßen dann endlich mal eine Asphaltschicht bekommen haben. Und die Genehmigung des Ministeriums in Stuttgart hatte folgenden Wortlaut ungefähr: Das Dorf wird sich sowieso nicht groß weiterentwickeln. Es besteht ja eigentlich nur aus Landwirtschaft. Also ich denke, wir haben uns deutlich weiterentwickelt. Wenn ich in die Oberamtsbeschreibung von 1880 schaue, da steht drin, Hans Bronn liegt abseits der Welt, Dorf dritter Klasse. Ich sage immer, das abseits der Welt lassen wir so stehen. Aber Dorf dritter Klasse stimmt nicht, wir sind Dorf erster Klasse. Immerhin im Jahr 2002 Silbermedaille beim Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden in Land Baden-Württemberg. Beide Ortschaften haben zusammen gerade mal 135 Einwohner. Aber die haben sich einiges einfallen lassen für das Jubiläumswochenende. Über den ganzen Ort verteilt gab es vieles zu bestaunen. Beispielsweise alte Handwerkskünste, regionale Produkte, eine landwirtschaftliche Ausstellung, dazu einige Oldtimer-Schlepper, ein Flohmarkt und verschiedene Ausstellungen. Einer der Höhepunkte war ein Live-Hörspiel des Hans-Bronner Journalisten Michael Weber-Schwarz, der unter dem Titel Mörike und der Meuchelmord oder die Hans-Bronner Harmonie mit einem siebenköpfigen Sprecherensemble den Dichter Eduard Mörike als schrulligen Kriminalermittler aufführt. Und ihr wollt ein Europa-Dorf-Jubiläum feiern? Dann schicke ich euch auch mal einen kleinen Zuschuss-Scheck. Ja, und vielleicht lässt der Eich dann auch noch das Rothaus neu streichen. Ich habe mir schon länger überlegt, Eduard Mörike, der große schwäbische Dichter, hat in Bad Mergentheim gewohnt und ist nach Wermutshausen bei Niederstetten gelaufen zu seinem Freund. Und da muss er früher oder später durch Hans Bronn gekommen sein. Und da habe ich gedacht, na, so eine Art hiesiger Pater Braun, das wäre doch eine gute Idee. Und das Ganze haben wir dann eingepackt in eine kleine aktuelle Story sozusagen. Das hat mit der Taubertal-Philharmonie zu tun. Wie kommt das bei den Weikersheimer Verantwortlichen an? Ich glaube gut, denen hat es bestimmt gefallen, weil sie möglicherweise doch vermutet haben, oh, da kommt jetzt was ganz, ganz Schlimmes. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, haben wir den Punkt genau getroffen und es war einfach vergnüglich, wie sich dann alles auflöst und es ist am Schluss natürlich niemand zu Schaden gekommen. Die Ortsverwaltung hatte im Vorfeld eine große Zahl an ehemaligen Einwohnern der beiden Weikersheimer Teilorte angeschrieben und eingeladen. Viele waren tatsächlich aus allen Teilen der Welt angereist oder hatten sich zumindest gemeldet. Und so war dieses Festwochenende auch ein Treffen von alten Bekannten mit vielen guten Gesprächen und Begegnungen.